Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König. Ihr kennt als Indiana Jones der Abenteurer oder Captain America oder Justus König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. Und das ist Kumpel Sebastian Benz oder Peugeot. Oder jetzt mittlerweile Peugeot. Ja. Und wir sind unterwegs mit meinem Kind Alex BB. Und wo sind wir heute? Auf dem Kreuzberg. In der Rhön. Also der Kreuzberg in der Rhön. Auch genannt der Heilige Berg der Gläubigen. Das war seine Idee heute. Genau. Ich wollte zu Bucherie Rauneck. Er hat gesagt, das ist besser. Da fahren wir hin. Da dachte ich, okay. Und da habe ich recht? Ja. Mhm. Und wir sind nicht schnell hergefahren. Schön gemütlich langsam. Und trotzdem ging es schnell. Ja, also es ging sehr schnell hier. Warum gemütlich langsam? Dann brauchen wir nicht so viel Sprit. Das ist teuer. Und auch wenn der Diesel runtergeht. Aber das Essen, Lebensmittel teuer. Die langsamer fahren, dass wir wieder Sprit brauchen, dass wir länger kann man damit fahren. Genau. Je langsamer, je mehr Kilometer anziehen. Und wir sind hier auch an der Skipiste, also im Winter jedenfalls. Im Sommer ist es eine, naja, so Laufstrecke oder Wanderweg oder eine Fahrrad-Mountainbike-Action-Trailweg oder unten Party. Ja, machen. Wir sind leider nicht eingeladen. Party. Wir sind leider nicht eingeladen. Genau. Ja. Genau, wir gehen einfach hier wandern, weil wir sonst nichts zu tun hätten. Genau. Dann haben wir das können, nee, es ist hier gute Luft, frische Luft, andere Ort, andere Gegend. Wir tun für unser Körper, unser Geist was Gutes. Wir sehen was Neues. Für unser Körper ist gut, die Luft, andere Umgebung. Wenn man sich nie bewegt, zu Hause bleibt, werden die Knochen nur steif. Man sagt ja auch, wer rastet, der rostet. Genau. Und ich denke mal, du hast einen schönen Rucksack, ne? Ich habe mir jetzt einen neuen gekauft. Ist auch neu. Von Lidl. Deiner ist auch neu. Von Lidl. Deiner ist auch von Lidl? Ja. Nee, meiner ist vom Aldi. Aber wir sind gewappnet für den Sommer. Meiner ist blau, deiner ist dunkelgrün. Ja. Genau, und wir sind gewappnet für den Sommer. Genau. Ja. Und jetzt meinen wir unsere Rucksäcke hier schon mal ein, genau. Oder? Ja. Danach wollen wir hier Bad Mergentheim zu den Thermen gehen, oder? Bad Mergentheim ist ein bisschen weiter weg. Bad Brückenau. Bad Brückenau wollen wir hingehen. Und da gibt es ein Staatsbad. Staatsbad, genau. Mhm. Ja. Ja, Bad Brückenau. Ich habe gerade einen Witz gemacht mit dem Justus. Ich bin auch so ein Schnellchecker. Wir laufen da unten hoch und dann sage ich, ah, guck mal, da ist die Skipiste. Weißt du? Das ist ja heftig, oder? Ja. Da wo der Skilift ist, ist das natürlich die Skipiste. Was ist das hier noch? Ein Heiliger Berg. Und was noch? Vulkan hast du was erzählt? Genau, ein Vulkan. Also allgemein, die Rhön ist ja ein Vulkangebiet und ja, war nicht mehr so aktiv. Also ich glaube, dass man noch ein paar Messungen machen kann, vielleicht, wenn man ein Messgerät hat, aber nicht mehr so aktiv. Man sieht ja auch alles Wälder, sag ich mal, mit Skilift und alles drum und dran. Hier bricht nichts mehr aus. Ja. Vielleicht irgendwann in Millionen Jahren mal, aber in naher Zukunft erstmal nicht. Ja. Also deswegen keine Panik, kommt zum Kreuzberg. Und betretet den Heiligen Berg. Ja. Wenn es ein Vulkan wäre, der aktiv ist, dann wären sehr viele Leute hier unterwegs. Ja. Denk doch mal an den einen Vulkan in Estland oder was, wo es sehr gefährlich und aktiv ist. Was sind da für Leute? Machen da 2-3 Kilometer auf dem Marsch? Mhm. Da ist viel los. Da ist die Hölle los. Und das ist gefährlich. Aber viele Leute brauchen immer den Kick. Nein. Ja? TikTok, ja. Instagram. Ein Selfie und sagen, ich war hier. Also ich bin auch nicht auf TikTok, nur auf Instagram. Sicher? Sicher. Ich bin angemeldet, aber ich mache in TikTok nichts. Noch nicht. Wer weiß, was kommt. Dann macht dann Ehrenmarius. Das haben wir ein TikTok-Video. Genau. Und geht zur TikTok-Villa, gell? So schaut es nämlich aus. Ja, die in Spanien ist doch sowas. Mhm. Ja, und jetzt sind wir hier. Und gehen wandern. Abenteuer. Das Abenteuer ruft. Wie die 5 Freunde in den Filmen, Serien, Kassetten, Kino, Leinwand. Genau. Ja. Viel Spaß mit dem Video. Immer, oder? Wo ein Abenteuer ist, sind wir dabei. Genau. Seid aufgepasst. Ihr werdet noch viel erleben. Sehr viel. Ja. Solange YouTube gibt es noch. Weil sonst kann man es nicht hochladen. Das ist das einzigste Ding, wo man es hochladen kann. Ja, die einzigste beste Plattform. Ne? Genau, wo nichts kostet. Ja. Es gibt ja Sachen, da kann man das bezahlen, so hochladen. Ja, ne? Ja, überall wird probiert Geld zu machen, aber wir machen es umsonst, oder? Ja. Ganz einfach. Wir denken uns, wieso denn für was Geld verlangt? Die Likes, sind unser Verdienst, oder? Da freuen wir uns drüber. Und ihr könnt uns zum Essen geben. Genau. Oder uns rumfahren. Oder rumfahren. Ihr könnt euch gerne bei uns melden auf Instagram. Oder Autos geben. Oder sowas. Wir brauchen ja Geld. Ja, sag doch mal, wie heißt du eigentlich in Instagram? Nochmal. Für die Zuschauer. Indiana Jones, der Abenteurer. Okay, und auf TikTok? Justus, der Abenteurer 13. Mhm. Und ich bin Servo Sturm auf Instagram. Ich habe schöne Bilder. Kommt mal rüber, lasst ein Like da und ein Abo. Ich würde mich freuen. Genau. Und er sich auch. Ja, super. Weil, Cheese. Ja. Cheese. Cheese und Peace World. Yes. Genau. Kommt her. Kommt zu uns. Kommt zu uns zum Kreuzberg. Genau. Aber wenn ihr jetzt kommen würdet und das Video seht, dann sind wir schon lange nicht mehr da. Ja. Aber wisst ihr uns findet? Ja. In Würzburg. In Würzburg findet ihr uns. Irgendwo in Würzburg. Genau. Und wenn ihr uns seht, grüßt uns nicht. Wir grüßen nicht zurück. Ihr seht mich schon auf den Oldtimer-Treffen, den großen, am 20. Mai in Gebünden am Main, an der Drei-Flüsse Stadt. Da war letztes Jahr cool von 10 bis 18 Uhr. Und immer zu was gekommen. Das sind Autos sogar von Oxford. Um 17 Uhr sind wir noch hingefahren, Alter. Da ist immer was. Das ist ein großes, großes, großes Oldtimer-Treffen. Das erste war letztes Jahr und das war so erfolgreich, dass sie nochmal eins machen. Und auf ihren jetzt ist Internet, Flyer, was ist, haben sie sogar ein Bild von ihrem Ding drauf, von ihren Veranstaltungen, wo ich da bin mit meiner GoPro und filme, diesen, das hab ich auch gesehen. Dieses, ich weiß nicht, wie heißt das Auto nochmal? Dieses Kabinenroller, glaube ich, oder? So Kabinenfahrzeug oder das? Ja, das ist in der Art, ne? Ja. So in der Art. Ja. Ja. Den hat gefallen, mein Video. Ja. Ja. Da haben sie gedacht, da ist einer, guckt von YouTube, genau, das ist der Justus. Da waren zwei Lamborghini von Touch, einen roten und einen gelben, der haben wir gefilmt. Und dann war ein Ferrari, Replika von der Fiero, Testarossa, ein Replika. Und danach kam der echte Ferrari Testarossa. Erst das Replika, dann das echte. Der Testarossa, oder? Ja. Ja. Erst den Nachbau, dann der echte. Göttlich. Und da war noch, glaube ich, noch so eine besondere Ende sogar noch da. Und noch viel mehr. Das war die Hölle. Ich glaube, gemütlich ist das Oldtimer-Treffen so klein. Es braucht das ganze Welt mit dafür. So groß ist es. Und da kann man eben nicht sehen, wie da in Nürnberg bei diesem Tuning-Treffen, wo da einer gesagt hat, das ist nicht so heiß, aber da gehe ich jeweils hin. Ansonsten Pfingstsonntag Tuning-Treffen in Karlstadt ab 18 Uhr. Bin ich auch zu finden. Also, wenn ihr uns sehen wollt, kommt da an die Vielleicht Orte kommt da auch mit, weiß ich nicht. Überraschung, Überraschung. Aber wenn ihr ihn seht, grüßt ihn lieb. Habt ihr schon. Ja. Auf der Maika. Und jetzt nochmal, Leute, zum Mitschreiben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Freunden erzählen, die Videos teilen und dann geht das Ding viral. Schöne Grüße. Wie ich auf Maika reingefahren bin. Erzähl. Da haben die Leute schon, wo ich drin war. Eigentlich wollte ich rechts fahren. Da haben die aber gesagt, nee, rechts nicht mehr, weil meist rechts war immer mehr Platz. Da ist alles voll. Das war links, links war noch nie viel Platz. Nee, da haben sie mehr Platz gemacht. Und da haben die Leute schon gesagt, hey Justus, Justus! Und da haben schon welche gesagt, Junge sagt, ey, bist du nicht Captain Helga? Ja, meinst du Justus König? Ja, ja, bleib cool. Also haben die Leute gesagt, ah, Justus König. Und haben, die meisten haben gefragt, wann das Video online ist. Die haben gewusst, dass das Video macht und super und gleich gefragt, ob es heute noch online sein kann. Sag ich, sorry, so schnell geht's nicht. YouTube muss es auch hochladen, das dauert ein länger. Ja. Aber cooles Treffen war's. Das Maika dieses Jahr war das Beste, wo wir hatten. Da so viele Leute gekommen, so viele Autos wie noch nie. Es hat meistens 13 Uhr begonnen. Um 14 Uhr bin ich da angekommen, weil ich noch auf dem Oldtimer-Treffen Kitzingen war. Aber da musste ich noch eine Stunde warten, bis ich reinkam. Immer Stau. Nur für ein Treffen. Es waren so viele Leute gekommen. Mit coolen Autos. Da war auch ein echter Ferrari Testarossa da. Das siehst du, aber umso mehr Leute kommen, umso interessant ist es dann. Ne? Das war ein Tuning-Treffen. Nicht nur für teure Autos, sondern für allgemeine Autos, auch die, wo kein viel Geld haben. Und noch Oldtimer dabei. Da war sogar ein Oldtimer-Fahrer, der wird angesprochen, habe ich mit geredet. Der hat nicht mehr gewusst, dass das Oldtimer-Treffen war in Kitzingen. Und der kam aus Kitzingen, hatte kein Zeichen. Da waren sogar der Leon dabei, Zurück in Zukunft. Dann 3 schöne alte Mercedes. So viele alte, coole und so weiter Autos. Ja, schöne Autos. Und viele. Und da war noch eine Foodmeile, also nicht nur wer Autos anguckt, sondern das wäre jetzt was für mich auch noch, ne? Da an dieser PS-Strand, wie das da einer BMW gekommen ist, das, mit richtig Power, wo es nur Muschel weg war, hat richtig laut war. Das habe ich gesehen, ja. Wie die das aufgestartet haben, ne? Ja. Wahnsinn, echt. Ja, also es war richtig die Hölle los. So muss es immer sein. Da bin ich dabei. Also, liken, Daumen hoch. Genau. Ja, wenn du mitkommst, dann sind wir die zwei PS-Profis. Dann schauen wir uns das an, oder? Ne, dann sind wir die zwei PS-Profis auf dem Tuning-Treffen. Und dann bist du der JP? Nein, Justus König und Sebastian Peugeot. Genau, Sebastian Peugeot. Die PS-Profis sind auch Würzburg. Ja. Vielleicht fahren wir mit dem Cabrio hin, ne? Ja. Da sind wir mit dem Cabrio. Ja. Mal sehen. Ja. Hast du noch was zu sagen, Justus König? Bleiben Sie dran, es wird spannend. Viel Spaß noch. Ja, viel Spaß noch. Viel Spaß noch. Und die Zukunft wird auch spannend. Aber wir verraten nichts, sonst wird es ja langweilig. Es soll ja spannend bleiben. Und denkt immer dran, Justus K. und Sebastian Peugeot am Start. Ja. Ach ja, ich muss eins sagen. Ich war gestern, einfach mit dem Patrick und mit dem Florian und Jan war ich dann in Nauland, habe mein Ballerschen dabei gehabt und die Badestanden waren Außenbecken, gehe ich wieder raus, waren meine Ballerschen weg. Da stand drauf Justus König JK drauf, die waren weg. Ich habe noch festgestellt, da waren so komische Nike-Ballerschen, die waren immer noch da, die waren schon vor da, wo keiner... Ja, hat die bestimmt vertauscht. Also ich bin reingegangen, waren sie schon draußen und ich habe den neben den gestellt, gehe raus, es war keiner rausgegangen. In der Zeit ist eigentlich keiner rausgegangen. Also ich habe nachgeguckt, ob es jemand vertauscht hat. Keiner hat mal angehabt. Der eine hat gemeint, vielleicht haben die gesagt, oh, das ist schon drauf JK. Das muss man nehmen, das ist wertvoll. Mitnehmen, ne? Und einer, oder der eine hat gesagt, ey, meine sind nur Nike, deiner ist der Justus König, dann nehme ich lieber deine, das ist ein billigeres, aber JK ist besser. Weil, ja, also war der Meister meint, da hat vielleicht einer vertauscht. Könnte möglich sein. Aber meine waren eine einfache, stand nur JK drauf, einfach Badatschen. Aber jetzt habe ich meinen Deichmann in Kitzingen neue Badelatschen gekauft für 17 Euro in meiner Größe. Da habe ich deutlich mehr drauf als Justus König. Also, und sind auffälliger. Also wenn ihr sein Zeug seht, mitnehmen und dann versteigern auf eBay. Lustig war, ich und noch jemand anders wurden im Sommer, vorletzten Sommer, wo du noch Maske musstest, durch die Schranke von deinem Bergbad und noch Kioskmaske brauchtest, wollen wir eine FP2-Maske geklaut und die andere auch. War auch immer weg. Stimmt, das haben wir wollen dann in den Kiosk gehen und waren wir weg. Ja. Da musste der andere uns seine Satz-OP-Masken geben. Ja. Also. Das ist ja aber auch schon öfters passiert, gell? Nur so einmal. So ist es, liebe Leute. Ach ja, da hat er gesagt, da einer von denen, es wurde schon öfters mal Handtücher vertauscht. Deswegen einfach das Zeug mitnehmen. Und die haben auch gesagt, man soll auch keine teuren Ballatsch kaufen von Nike oder Adidas. Die werden geklaut. Geklaut oder vertauscht. Ja, weil die sind wertvoll, Leute. Passt auf eure Wertsachen auf. Deswegen kaufe ich keine teuren Tannisten. Was sprechen wir eigentlich hier auf dem Kreuzberg? Ey? Und meine Badetücher sind das Besondere. Eines ist amerikanisch, dann ist Dinosaurierwald drauf. Dann Kreuzberg, Kreuzberg, ole ole. Kreuzberg, wir sind Kreuzberge. Gut, so wird's nicht langweilig. Yo. Rede beendet, laufen geht's weiter. Yo. Und denken Sie dran, der Parkplatz kostet Geld. Münzautomat, da ist ein Scanner, der scannt euer Nummernschild, wird gespeichert und wenn der wegfährt ohne bezahlen, kriegt er teure Rechnung. Das wollt ihr nicht. Genau. Aber das kennt er schon. Geht so schön überall diese Dinger. Justus over and out. Gut. Deswegen. Schau das mal an, ey. Lass mich mal diese Kamera machen. Das, mal an. Das ist schon fast die Fulda da oben. Ja. Das ist schon Thüringen, das könnte der Thüringer Wald sein. Ja. Ewige Weiten. Ja, das ist doch Rhön. Wir sind auf dem Weg zum Kreuzberg. Ja. Haben wir das Kreuz dabei? Ah, das bringe ich dann oben mit. Da steht irgendwas drauf. Und hier kannst du mit dem Skilift hochfahren. Ab hier. Okay. Oh, ATV. Da geht das links ab. Was ist das? Das ist nichts. Ja, das ist gesperrt. Privatparkplatz. Ja. 800 ja. Meter. Wir sind schon 800 Meter hoch. Ja, 800 Meter, Wahnsinn. Heftig, oder? Ja. Da ist der Parkplatz, da oben ist der Parkplatz. Das ist eigentlich bei... Hier ist Parkplatz? Da ist der Parkplatz hier. Da. Okay. Da muss man, glaube ich, Geld bezahlen. Okay. Kein Problem. Wir nehmen aufs Auto mit, einfach packen sein. Genau. Ja, man muss ja. Wie bezahlt man? Fahr mal davor. Bar hier das? Parktarif 50 Cent, 90 Minuten. Du kannst am Fenster da hinfahren. Da ist so ein Fenster links. Hä? Hier links ist ein Fenster. Oder ist heute irgendwie umsonst? Achso, die haben Automaten mittlerweile. Ja, deswegen frage ich mich, ob man mit Bargeld zahlen kann. Normalerweise war es nämlich so, dass da einer war. Ja, deswegen frage ich mich, ob man mit Bargeld zahlen kann. Ich habe ja keinen... Ja, stell dich halt erstmal irgendwo ab und dann gehen wir da hin und gucken wir uns das an. Ich kann nur mit Bargeld bezahlen. Da ist ein Parkplatz. Der ist weit, der ist breit sogar. Ja, ich will aber nicht, dass einer ein Auto kaputt macht. Wenn mein Onkel jetzt mal ein Auto kriegt, ist dann nicht gut gewesen. Über den letzten da. Fast letzten. Fast letzten. Gut. Wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz von Kreuzberg. Und laufen jetzt los. Gell? Zum Gipfel. Genau. 1 Kilometer hast du gesagt. Genau. Wir sind die Wanderer. Wanderer. Die Abenteurer. Wieder unterwegs. Wenn man sich überlegt, dass die Leute von Würzburg hierher laufen. Ja. Die pilgern hierher. Ja. Wisst ihr noch, was ich das sage mit den Geschichten hier? Also was gibt's? Es ist so, dass die Christen in der katholischen Kirche, wie auch in der evangelischen Kirche, dass die diesen Berg als heilig sehen. Ja. Und es gibt auch von den Kelten, gab es früher, also was heißt Beweise, eher gute Vermutungen, dass hier was Heiliges ist. Und dadurch ist dieser Berg heilig geworden. Also ja, und deswegen wandern viele auch an gewissen Tagen von Würzburg bis hierher oder von anderen Ortschaften wandern die dann bis zum Kreuzberg. Ja, gut. Also man sagt, der Berg ist heilig. Ja. Und du hast gesagt, in einem bestimmten Bereich kann man nichts hören. Genau. Das sind die Tiere weiter oberhalb. Leise. Ja. In normale Regel heißt das, wenn die Tiere leise sind, da haben sie Angst. Und du merkst ja jetzt schon, Justus, ja, wenn du hier läufst, du bist still. Du merkst doch, dass irgendwas ist. Ja, man hasst mal. Ja, aber wir reden jetzt nichts. Merkst du das? Gut. Merkst du, wie still das ist? Ja. Nein, das sind Vögel. Ja, schon, aber du merkst, dass hier... Keine Ahnung. Gut. So eine Leere, weißt du, was ich meine? An der frischen Luft. Genau. Die frische Luft, die frische... Was für eine Alpenluft, ne? Alpen. Genau. Das kann ich fast sagen, weil das ist mir schon vor Alpen. Ja. Ne? Gut. Weißt du, wollen wir ganz hochlaufen, wenn... Ein sehr schöner Ausblick hier. Oben ist noch besser. Ja, das ist nur der Vorgeschmack. Also... Das schaut cool aus. Das sind richtige Felsen dran. Cool. So, sehr schön. Was ist das? Das ist eine Seilbahn. Seilbahn. Für Skier. Gut. Sehr gut. Ein Skilift. Ein Skilift. Können wir uns mal anschauen? Ja. Oh, da ist eine gute Stelle, Justus. Sehr gut. Weißt du, für Ding? Für ja, sehr. Gell, da vorne gibt es keine bessere Stelle? Ja, da gibt es halt die Kreuze, aber das ist ja auch gut. Aber hier finde ich es auch gut. Ach so, kein Gipfel, oder was? Da vorne ist der Gipfel. Ach so. Ohne Aussicht, oder was? Mit Aussicht. Gut. Gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt da die Kamera hinstellen. Genau da, wo die Felswand ist. Ja. Wenn man gute Startwege machen. Wenn du willst. Ja, kann man machen. Das heißt, die kann man da hinschauen oder das? Okay, das ist auch besser. Da kann man die Kamera da einstellen und da unseren. Kommst du hier runter oder? Ja, schon. Was war denn das? Cool. Sehr schön. Und da fahren wir Party. Ohne uns. Ja, du bist nicht eingeladen. Leute, das ist die größte Frage des Universums oder des Kreuzbergs. Ist die Seilbahn in Betrieb? Ich schaut, naja, merkwürdig aus. Die Wasserkuppe sieht man auch. Ja. Ist eigentlich gar nicht mal weit weg. Ja. Okay, da steht was hier. Achso, Kletter- und Erlebnispark. Ja. Darauf kannst du klettern wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ne? Vielleicht schaut sie noch so aus. Ja, die wird in Betrieb. Im Winter mit Handkuppel. Mit der Hand? Derjenige muss aber viel Kraft haben. Das ist Fitness. Fitness, ne? Das ist Kreuzberg Fitness. Kreuzberger Fitnessstudio. Kobelsee. Wie früher. Wie vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Auch das Getriebe angekuppelt. Ja. Ja. Könnt ihr das selber sehen? Ne, die Vögel sind noch, zwitschern noch. Ja, pass mal auf. Nee, außer den Vögeln. Außer den Vögeln. Ja, ist schön. Solche Wege gefallen mir eigentlich, so Abenteuerwege. So, sind schöne Wege. Das ist der Kreuzberg. Ja. Gut. Mal wegen Zecken aufpassen und so. Ich habe lange Ostern. Ja, ich mach's lieber nicht. Wegen Zecken. Genau. Sind wir gleich da, oder? Wir sind gleich da. Noch 300 Meter. Dann sind wir am Gipfel. Am Gipfel sind wir eine Gipfelstürmer. Hast du eine gute Idee gehabt? War okay, oder? Ja. da die ganze Zeit das Ding hier oben. Also das sind genauso der Wege, wo ich mag. Zum Laufen. GoPros auf 12%. Darko. Ja. Schau, wie schön das aussieht. Ja. Schön gemacht. Das ist Natur. Ja. Ist Natur pur, genießen. Wir sind Wanderer und Genießer. Und wir genießen das. Okay, stopp. Was denn? Kamera leer. Wie schön ist es hier. Wunderschön. Und wenn 10 Jahre vergangen sind, können wir uns ein Video angucken noch von vor 10 Jahren. So lange YouTuber gibt's. Ja. Hat sich mal geheißen, 2018 oder 2019 soll gelöscht werden. Ja, aber ich glaube nicht, weil das ist ja so eine große Plattform. Ja. Sowas zu löschen, das wäre ja wahr. Nicht, dass es so passiert wie MyVideo. Ja, aber YouTube ist doch größer. YouTube ist doch was riesig. War eigentlich mit MyVideo? Warum ist das verschwunden? Weil YouTube kam. Wenn man ganz aufpasst, kann man Fußabdrücke nicht von Tieren sehen, sondern von Menschen. Was für Schuhe? Ich glaube, das sind die Adidas gewesen, ne? NMDs. Cool, oder? Ja. Menschliche Fußabdrücke. Ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt kommt ein schwerer Weg. Sicher Weg, wird steinig und schwer. Ja. Aber wir können es schaffen. Und da ist jetzt schon das Kreuz, das Gipfelkreuz da vorne. Direkt zum Gipfelkreuz haben wir nochmal einen schweren Weg. Muss einfach nur langsam machen und dann kommt das Atmen hinterher. Das ist schon das Kreuz? Ja. Ist es nachts beleuchtet, das Kreuz? Weißt du das? Ich glaube ja. Ich denke schon. Das ist gut. Der Weg ist nochmal richtig. Das sind jetzt viele Steine. Guck mal, richtig urwaldmäßig hier. Ja. Gut. Musst du aufpassen, wenn du hier läufst. Ja. Spitze Steine. Hast du gewusst? Wenn man älter wird, soll der Fuß wachsen. Er wächst nicht in die Größe, sondern er wird platter. Ja, weil du ja drauf stehst die ganze Zeit. Ja. Wenn der älter ist, wird der Fuß dann wieder länger. Du musst dir vorstellen, wenn durch du älter bist, geht der Körper nach unten. Alles wird kleiner. Ja. Die Knochen schrumpfen, deine Hände, es schrumpft ja alles, weil du älter wirst. Das ja. Zieht sich zusammen. Ja. Und so verändern sich dann auch die Füße. Nandi von den Deichmann hat gesagt, dass man älter wird, dass wenn man einen Hohlfuß hat oder sowas, dass das platter wird. Ja. So wenn sie 1 oder 2 große größer. Da will ich nicht. Ich habe einen Plattfuß oder glaube ich sowas. Oder großer Fuß. Diese Salamanderkatze. Platsch, 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 platsch. Und das sind nachher Schuhe von Deichmann. Mit Einlage von Deichmann. Ich kenne gar nicht Deichmann. Was ist Deichmann? Deichmann ist der bei Kitzingen. Deichmann? Ja, Deichmann. Deichmann, achso, ja, Deichmann kenn ich. Deichmann kenn ich. Der Deichmann hätte mir jetzt nichts gesagt. Habe ich versprochen? Okay, ich meine Deichmann. Deichmann, ne? Deichmann. Ja, Deichmann. Hätte sein können, dass es vielleicht noch einen Deichmann gibt, keine Ahnung. Ja. Hätte sein können. Ja, das ist das Asthma. Da spürt dadurch das Reden schwerer, vor allem auch hochläuft. Gut. Jetzt sind wir gleich am Kreuz. Jeder hat sein Handicap, wo der leben muss. Ist ja auch nicht schlimm. Ja. Das Wichtigste ist, dass man gesund ist. Jo. Und dass einem so mental gut geht. Zumindest versuche ich zu reden. Auch wenn es wieder ein Atem schwer wird. Bergauf. Ohne Scherz. Jeder Mensch hat irgendwelche Probleme. Es gibt keine perfekten Menschen. Genau. Man darf sich nur nicht hängen lassen. Immer kämpfen. Cool. Weitermachen. Außer bei Asthmatiker. Da soll man aufpassen, dass die Lunge nicht näher kommt. Nicht sagen, ey, ich mach das schon, ich pack das dann. Fällt jetzt langsam Lunge zusammen. Genau. Das ist nicht gut. Man muss selber wissen, wann Pause braucht. Man kann das schaffen, aber mit Pausen dann. Das ist wichtig. Wenn ich weiß, die Lunge braucht eine Pause, mache ich Pause. Sonst kriegst du keine Luft mehr. Dann fällt sie zusammen. Gut, das ist die 3 Kreuze, oder? Das sind die 3 Kreuze und das hier ist das Gipfelkreuz. Ja. Hier. Das ist der Kreuzberg da vorne, also der heilige Berg. Auf dem Weg ablaufen. Ja. Und wo ist denn T-Rex? Das ist ja cool, oder? Von T-Rex-Knochen. Achtung, Achtung, was steht drauf? Achtung, wenn was? Wenn Eis ist, oder wenn es kalt ist, ne? Ja. Dann bildet sich da oben Eis. Ach so, Eis, ja, da. Das kann runterfallen. Gut. Das ist hier der Gipfel. Ja. Und wo ist jetzt die Aussichtsplattform? Gibt's keiner, oder? Liegt da vorne. Gut. Boah, hier sind richtige Strahlen. Das ist eigentlich nicht gesund, hier zu sein. Okay. Was für Strahlen sind das? Funkantenne. Okay. Das ist nicht gesund fürs Herz. Okay. Wusste ich nicht. Gibt es nicht so was Ähnliches auch bei einem Schwammberg? Ja. Schauen auch so ähnlich aus. Oder bei Würzburg, bei Nikolausberg, Frankenmatte. Ah, das Kreuz. Das Kreuzberg. Wir können ja noch davor laufen, dann können wir noch zu den 3 Kreuzen laufen, oder? Ja klar, kein Problem. Dann würde ich sagen, ess mal was Gescheites, oder? Ja. Also, ja, man Schwilspann, oder? Ja. Und dann hol die Pfanne raus. Wir können ja mal schauen, für was das hier sendet. Ey, YouTube. Guck dir mal das Träger an, das ist ja der Wahnsinn. Wir können ja YouTube live gehen. Ja. Direkt ja, verbunden. Machen wir live. Das kostet Geld. Kostet viel Datenvolumen. Justus, springen wir Bungee Jumping. Von da oben. Gut. Warte mal, ich hol mal ein Spider-Man-Kostüm raus. Dann kletter hoch. Sollen wir mal Wikipedia lesen von dem Ding da? Kannst du? Nee. Gell, du hast da unsere Tafel? Ich glaube, das ist nicht so interessant. Ich glaube, interessanter wäre es, wenn wir uns da vorstellen würden. Vor einem Gipfel. Jo, ist da was? Boah, Justus, schau dir das mal an. Gut. Was ist das? Ja, beeindruckend. Beeindruckend, okay. Gut. Stehst du und das Seil so, das Stahlseil so hoch geht? Ja. Kann du das jetzt da hochklettern? Ich könnte das. Gut. Ich komme da, denke ich mal, hoch. Aber ich mach's nicht. Jetzt muss er wieder runter. Ich könnte das bestimmt, oder? Wie schaut's aus? Ja, kein Problem. Na, du kommst nicht mehr runter. Runterrutschen. Oder sagst du auch, bist Batman. Du holst deine Enderhake-Pistole raus. Psch, Batman! Und wenn du da oben bist, kriegst du gar nichts, weil er geht danach wieder runter. Ja. Hast du Rutsche? Aber das ist schon beeindruckend. Warte mal, ich gehe mal kurz auf Wikipedia. Ja. Kreuzberg Sender. Okay, pass auf, ich lese mal vor. Jo. Während du so mit der Kamera da drauf hältst. Ja, dann lese vor. Warte, ich muss Wikipedia. Na komm. Hier hast du definitiv das beste Netz. 5G meinst du an. Also, der Sender Kreuzberg ist eine seit 1951 existierende Sendeanlage des Bayerischen Rundfunks auf den Kreuzberg, einem 927,8 Meter über den Meeresspiegel Hoherberg, nahe Bischofsheim in der Rhön im bayerischen Landkreis Rhön-Grabfeld des deutschen Mittelgebirges Rhön. Der Sendemast des Senders ist knapp 227 Meter hoch, ausgestrahlt werden UKW, Rundfunk sowie digitale Radio- und Fernsehprogramme. Zudem wird der Mast auch von zahlreichen Funknetzbetreibern genutzt. Der Sendemast auf dem Kreuzberg stellt das höchste Bauwerk im Regierungsbezirk Unterfranken dar. Er ist der zweithöchste Sendemast der Bayerischen Rundfunks und der vierthöchste Sender Bayerns. Die Mastspitze des Senders ist die höchste Landmarke Unterfrankens mit knapp 1155 Metern. Ah, 1 Kilometer. Meint ihr jetzt von da bis da oben oder von oben? Vom Bergende. Unten. Bergende. Nach oben. Wie hoch ist der Mast jetzt von da noch? 220 Meter. Das ist so schon 220 Meter aus. Wow. Warte mal, ich hätte fast auf 500 mehr gedacht. Das schaut echt so groß aus. So hoch aus, Wahnsinn! Ja, das sind 220 Meter hoch. Ja. Hast du gedacht, der ist höher? Ja. Naja, mit Größen habe ich nicht so einstellen. Kann da was zählen. Wir waren doch mal auf dem Main Tower, ne? Ja. In Frankfurt, weißt du noch? Ja. Genauso hoch ist der Main Tower in Frankfurt. Echt? Wahnsinn. Du weißt ja, noch, wo wir den Aufzug fahren sind da hoch. Ja. Das ist genau die gleiche Höhe wie der Main Tower. Jetzt habe ich gedacht, der Main Tower wäre höher. Genau die gleiche, das ist sogar höher. Ich habe gedacht, der Main Tower wäre. Der Turm ist 20 Meter höher sogar. Gut. Ja, man kann wir waren auch schon mal auf dem Main Tower, ne? Gut. Leute, könnt ihr mal Video anschauen von ihm auf seinem Kanal. Ja. Frankfurt Main Tower, da waren wir auch schon oben. Ja. Das hat die gleiche Höhe wie so ein Wolkenkratzer in Frankfurt. Genau. Also wenn Dr. Braun kommt, dann braucht einen Blitzableiter, hier einen Blitz. Zeitreise. Er braucht 1,1 Gigabyte, oder wie heißt das gesagt? 1,1. Schauen wir mal ganz kurz. Ich schau noch mal kurz drauf. Was denn? Auf die, wie viel Gigabyte. Was der Zeitmaschine braucht? Achso, ja. Warte mal, ich guck trotzdem noch mal. Ja. Gut. Normalerweise ist 227 Meter. Was? Also ja. Nicht 222, sondern 227. Ja, ein paar Meter mehr oder weniger, ist auch wurscht. Ja. Naja, das macht schon was aus, ne? Das sind immerhin noch, wie viel wer rechnen kann? 5 Meter. Ja, das sind ziemlich viele. Ja, dann laufen wir zu den Kreuzchen, oder? Wir müssen uns doch da ein Bild machen von uns. Das war mit der Kamera. Also hier kann nichts passieren, nichts böse sein, weil das ist ein Grußzeichen des Kreuzes, das ist ja heilig. Man sagt, wenn man sowas sieht, ist man ein gutes Zeichen. Definitiv. Hier ist absolut nichts Schlechtes. Außer also das Kreuz ist umgedreht, dann ist es nichts gutes Zeichen. Versuch die Kamera mal hinzustellen. Gut. Muss es ein bisschen heller machen. Gut, jetzt können wir vorgehen. Hier kann man sehen, die Verhältnisse, wie klein wir sind im Gegensatz zu dem Ding. Zu dem Kreuz. Ja. Weißt du, wo ich klein war, hat man gesagt. Osterhase war da. Das ist eigentlich ein Osterhase. Da hast du gedacht, dann damals ein Osternest gesucht. Das war ein Zeichen Osterhasen. Oder ein Zeichen für Hunde. Ja, früher als Kind. Ja, klar. wir beide groß. Ne? Gut. Und wir sind hier in meinem Revier. Genau. Am Kreuzberg. Gut, wir sind ja gut. Wir sind ja fair. Stell dich los. Wir sind drin. Schau ich gut aus? Ich schau gut aus, oder? Jo. Das Kreuz. Auf dem Kreuzberg. Ja. Das ist ein heiliger Ort, Gipfel. Am heiligen Ort. Ja, das ist eine Gipfelstürmer. Indiana Jones, Justus war hier. Und Sebastian Bischof. Ich hoffe, ihr habt riesen Spaß mit dem Video. Was ist das? Was? Schon das andere. Also wir können nicht so lange bleiben wegen den Strahlen. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Okay. Happy? Ja, wir sind happy. Versuchst du anders zu bekommen? Hier, so runter, so. Gut, so. So. Was? Besser geht nicht hin. Ich glaube, wenn du hier zelten würdest, das wäre nicht so gesund. Da machen wir uns ein Selfie hier. Lässt ein Selfie hier. Wo war's? Vor dem Turm oder was? Nein, hier, das ist einfach los. Das ist größer. Yes! Gut, jetzt können wir weiter. Ja, ich muss umschalten. Müssen wir nochmal machen, dann ist es hell. Gut. Yes! Geht's weiter? Ja. Wie geht's weiter? Nochmal da und dann nochmal da. Super. Einfach rauslaufen. Jawohl. Wie hat man einer mal gesagt, immer die Nase hinterlaufen. Die Nase nach einfach. Irgendwann kommst du nach Rom. Ja? Weil alle Wege trotzdem führen nach Rom. Sogar in der alten Bibi Blocksberg-Kassetten haben die gesagt, alle Wege führen nach Rom. Aber Quatsch. Wenn wir da weit laufen, kommen wir unten hin. Eine Sache. Was ist das größte Gebäude in Würzburg? Das ist ein Witz. Jetzt. Das größte Gebäude in Würzburg? Ja. Ist der Würzburger Dom. Echt? Und weißt du warum? Weil man bis zur Nordsee schauen kann. Gut. Da hast du Adleraugen. Ja, die Nordsee da unten, wo man essen kann. Ja, das ist auch gut. Ja, hast du Adleraugen. Und da kann man jetzt da den Weg reinlaufen. Gut. Wunderschön. Aber die Nordsee ist auch schon teuer geworden, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Alles ist teurer. Gut. Sehr gut. Sehr gute Aussicht. Geh, muss man aufpassen. Ja, überall so Felsen, ne? Ja. Oh, Joe. Sebastian. Ich nehme den Stein. Der rollt jetzt bis runter. Man hat Glück gehabt, dass da ein Felsen war. Ja. Das war taktisch. Ziel geschafft. Guck, die Kinder müssen das Rutsche. Ja, schön gemacht. Ja. Jetzt bist du da, wo die alle hingehen. Und da oben hängt Jesus. Was ist unter uns? Nix. Was da drüben? Das ist so der Weg, glaube ich. Der oder geht's unten was rein oder was? Vielleicht, ich weiß. Da war ich noch nicht. Ja. Da haben doch Leute so ein Holzkreuz gemacht. Ja. Guck mal, was hingeschrieben. Da können wir die Wasserkuppe so gut sehen. Da hinten. Da warst du auch schon, oder? Ja, wo Schnee war. Das Sendemast meinst du da hinten, oder? Das Sendemast? Ja, die Kuppel da. Da hinten, siehst du das da? Diese Kuppel am Ende? Ja. Das ist die Wasserkuppel. Ja. Ja, gut. Das. Das da. Die beiden haben einen Spaß, ey. Hm. Ja. Ist normal. Für Geschwister. So waren wir früher auch mal, also ich auch mit meinem Cousin zu Cousinen. Ja. Ja. Wir sind die Gipfelstürmer. Jawohl. Weißt du, was auch cool wäre, wenn wir so auf beiden Seiten runterkommen? Weißt du, was ich meine? Ja. Du läufst da runter, ich lauf da runter. Ja, machen wir noch. So, weißt du, was ich meine? Ja, jetzt viele Leute da. Ja. So spät. Oder schau, die Kamera ist oben und wir laufen so, du läufst da runter, ich lauf da hoch. Dann treffen wir uns da oben. Und dann sagen wir so, hallo. Das sind jetzt Leute. Ja. Und die Kinder, glaube ich, nicht so schnell. Weil das ist perfekt, ne? Oh. Ja, wenn keine Leute da sind. Okay, wird's lang? Jetzt müssen wir da runter gehen. Warum? Weil da unten ist das Ende. Ach, da ist der Parkplatz? Ja, da ist der Parkplatz. Okay. Da kommt nichts mehr. Was ist das da eigentlich? Das weiß ich nicht. Am besten guck mal hin, was das ist. Was ist, wenn das Unterirdisches ist? Was Neues? Da ist doch irgendwas. Guck, da ist auch eine Lüftung außen. Innen ist es privat oder ist es öffentlich? Da ist irgendwas. Irgendwas am Bunker ist es jedenfalls. Da ist die Lüftung, guck. Deren Lüftung. Das ist unser neuer Schwanberg, oder? Ja, der große Bruder von Schwanberg. Wie groß ist der Schwanberg? 400 Meter? Ja, ich glaube 400, 500 Meter sowas. Knapp 1000. Ach ja, ich hatte mal einmal das Glück gehabt, beim schönen Wetter, dass die Panoramaschaukel frei war. Ich habe auch einmal Glück gehabt. Einmal. Ja. Einmal. Das ist etwas mit dem Fahrzeug gedacht. Da fährt ein Fahrzeug runter. Und, ist es offen? Da ist eine Tür. Ja. Da geht's aber auf jeden Fall rein. Atombunker oder so. Nee. Lager wahrscheinlich. Weißt du, weiß man nicht. Guck, kann sein. Da kannst du mit dem Fahrzeug runterfahren. Schaut neuartig aus. Ah, weißt du, was es ist? Unterirdisch zu diesem Turm da. Wahrscheinlich. Es geht unterirdisch dahin. Wahrscheinlich, bestimmt. Weil die können mit dem Fahrzeug herfahren und ja, können dann... Stimmt, ja. Da ist eine Lüftung. Die kommen von da oben runter hier. Und dann fahren die da rein. Ja. Und jetzt gibt es noch einen herrlichen Sonnenuntergang, wa? Ja. Hier oben. Ja. Und das? Was ist das gemacht? Guck mal. Das ist ein Abfluss. Ja. Abfluss. Wenn sich Wasser hier oben sammelt, fließt der runter. Genau, dass es nicht hier dann hier kommt. Habe ich auch nur gesehen, dass sowas gebaut worden ist. Absicht. Wie ein Bächle, ne? Ja. Wir können es alles machen. Wir können jetzt machen, was du gesagt hast, wenn die Leute weg sind. So. Wir warten einfach, bis sie weg sind einfach. Und genießen den Sonnenuntergang. Und was sehe ich auf dem Kreuzberg vom 1. FC Nürnberg? Aufkleber. Gut. So. So. Sebastian? Jo. Hast gut gemacht. Mit deiner Idee hier. Aber jetzt müssen wir was essen. Der Hunger kommt. Ja. Der große Hunger. Wie war doch eine Werbung mit dem Hunger? Wenn der kleine Hunger kommt, will er genau. Nicht. Genau. Ist das? Was steht denn da in der Luft? Hä? Da steht was in der Luft. Hä? Luft? Siehst du das? Schau mal, da steht was in der Luft. Ja, ich habe keine Ahnung. Da hinten ist irgendwas in der Luft. Oder steht irgendwie. Steht, ja. Merkwürdig, oder? Heißluftballon? Nein. Das ist kein Heißluftballon. Das sind keine Heißluftballons. Liebe Zuschauer und Zuschauer, was kann das sein? Wir sind hier bei X-Faktor. Das wisst ihr. Was ist das, gell? Das sind keine Heißluftballons. Ich würde sagen, eine Drohne, Heißluftballon. So groß, eine Drohne sieht man nicht so weit. Eigentlich weiß er, was da erinnert mich an dieser Serie bei TLC, was sie da filmen, so UFOs. Da hat sogar einer geflogen, hat aber ein Handy dabei gehabt und hat dann auch ein UFO nebendran gefilmt. Schau, jetzt sind es genau drei. Eins, zwei nebendran und in der Mitte unten. Einfach draufhalten. Ich kann das auch stabilisieren zu Hause auf einem, bei der App. Das ist kein Problem. Wenn man nur einmal kurz wackelt, ey, ist es weg. Die App kann stabilisieren wieder. Es ist jetzt ein Dreieck. Und es zeigt nach rechts. Merkwürdig, oder? Ja. Gehen immer weiter voneinander und entfernt auseinander. Mystisch, mystisch. Hier ist Jonathan Fries. Oder Fries, oder wie heißt das? Fries? Jonathan Frank. Jonathan Frank. Das ist Man Black. Die Ufos kommen. Ja. Ah, der Film war gut mit dem Black. 1, 2, 3. War vor kurzem im Fernsehen, ne? Ja. Und 4 ja, sogar. Also ich gebe dir wieder dein Handy. Ich denke, wir haben genügend drauf. Also, zoomen. Du musst da drauf zoomen, drauf. Ja, ja, ich weiß schon. Wo? Da. Und dann noch so, dann kannst du doch so hier zoomen. Musst du auseinander gehen. Okay, ich muss erstmal zoomen. Und das finden und dann reiter. Und statt still halten. Da? Ja, das haben wir auch gesehen, aber was ist das? Du hast doch drei Sachen, oder? Das ist nur eine Sache. Ich sehe mehrere Sachen. Links ist das Große und rechts ist was Kleines. Schau auf die Kamera. Ja. UFO, Wetterballon. Schau auf die Kamera. Ja. Halt's einfach nur drauf. Besser so kann man es nicht. Was ist das? Jetzt sind's drei, schau, jetzt sind's drei. Ja, find's einfach nicht. Jetzt wird's drei, schau mal auf die Kamera. Schau mal drauf. Ich seh's ja schon. Ich seh's ja später, das sind wir gerade. Ich versuch's mit GoPro hinzuriechen. Da hinten ist irgendwas in der Luft. Oder steht irgendwie. Steht, ja. Merkwürdig, oder? Heißluftballon? Nein. Das ist kein Heißluftballon. Das sind keine Heißluftballons. Liebe Zuschauer und Zuschauer, was kann das sein? Wir sind hier bei X-Faktor. Das wisst ihr. Was ist das, gell? Das sind keine Heißluftballons. Ich würde sagen, mal Drohne. So groß, eine Drohne sieht man nicht so weit. Eigentlich weiß ich, was ist immer die andere Serie bei Tennessee? Was über Filmen ist, so UFOs. Da sogar einer geflogen hat, aber ein Handy dabei gehabt und hat dann auch ein UFO nebenan gefilmt. So, jetzt ist genau 3. 1, 2 nebendran und in der Mitte unten. Einfach draufhalten. Ich kann das auch stabilisieren zu Hause, einfach bei der App. Das ist kein Problem. Wenn man nur einmal kurz wackelt, ey, ist das weg. Die App kann stabilisieren wieder. Wir sitzen jetzt auf dem Dreieck. Und es reicht nach rechts. Merkwürdig, oder? Ja. Gehen immer weiter voneinander und entfernt auseinander. Lustig, mystisch. Hier ist Jonathan Fries. Fries, oder wie heißt das? Fries? Jonathan Frank. Jonathan Frank. Das ist Man Black. Die UFOs kommen. Ja. Ah, da filmen wir gut mit dem Black. 1, 2, 3. Noch vor kurzem mit Fernsehen, ne? Ja. Ja, also ich gebe dir wieder dein Handy. Ich denke, wir haben genügend drauf. Ja, das sind. Keine Ahnung. Ja, Leute, war das ein UFO oder nicht? Wir wissen es nicht. Wir denken es, vermuten es. Der Vogelsberg. Jetzt sind wir wieder weiter sehen. Ja, die Zeichenpfahl. Kommt zu uns oder was? Ja. Zum Vogelsberg. Hey, Jolla! Wir sind hier. Auch jetzt können wir hier hoch rauf und runterlaufen, wie du gesagt hast. Ja, das ist klein, weil da kommen Leute. Ja, ja. Das sagen wir einfach, das sind die Aliens. Gut. Kannst du hochlaufen. Yes! Jo! Kreuzberg! Kreuzberg! Kreuzberg rechts! Hallo! Ich hab's geschafft! Jetzt hat er's gegessen! Jetzt wird gegessen! Guck mal, jetzt sind die beiden wieder nah aneinander! Ja. So! Wenn man jetzt die Außerirdischen beobachtet, vielleicht sind das oder nicht, wissen wir nicht. Ich kann noch sagen, wir sind nicht die einzigsten Lebewesen. Gibt es bestimmt noch andere. Ja, die Galaxie ist groß. Oder sehr groß. Nur das Frage ist, sind sie freundlich oder böse? Zumindest sind wir freundlich. Aber der Weg nicht. Der ist schon wackelig. Ja, du musst aufpassen, wo man läuft. Weg ist hier nicht mehr gut. Und das war der Kreuzweg. Das sind jede Station zum Beten. Ja, genau. Das Gute ist, wir laufen nicht hoch, sondern runter. Ja gut, aber ich bin schon hochgelaufen, ne? Der war einfacher. Die Treppen sind härter. So, der hat schon Leidensweg geklaut, ne? Ja. Ich habe auch nichts gegessen, noch gar nicht. Da ist es. Jo. Also ein richtiges fränkisches Essen wäre jetzt cool, oder? Ja. Was ist für dich ein richtiges fränkisches Essen? Blaukraut, Klöße, Spießbraten, Rollbraten, Rouladen. Gut. Sowas. Ja, gut, sehr gut. Krustenbraten. Sehr gut. Oder? Ja. So, soll ich Witz sagen? Mein Großer fängt an zu rutschen jetzt. Haben wir uns hier abgenommen laufen los? Anscheinend, ne? Muss den Gürtel wieder enger machen. Der heilige Berg, der macht alles möglich. Muss den Gürtel wieder enger machen, ne? Ja, UFO-Sichtung, Star Wars, Enterprise, die Jedi sind da. Ja, keine Ahnung, was das vorne sind. Ich denke mal sowas, wenn man hinterher nachguckt, das sieht man einfach so hier auf Videos wahrscheinlich von UFO-Sichtungen. Bestimmt. Und meistens an so abgelegenen Orten, ja, wo keine Großstädte sind, ne? Genau. Stell dir mal vor, beim Vogelsberg war eine UFO-Geheimstation. Ja, aber ich habe gerade gegoogelt, es kommt öfters vor. Ja. Da muss irgendwas sein beim Vogelsberg. Und da unten kann man dann essen. Und dann ist die Frage, wenn es Aliens das sind, okay, wenn die herladen würden, würde man sich auch verstehen. Das ist ja eine andere Sprache. Aber die Sache ist, wer wen zuerst findet, sehen die, ihre Technik ist besser. Also derjenige, wenn jetzt die Aliens uns eher finden als wir sie, sind die besser von der Technik. Ja, klar. Wenn sie so ein Objekt haben, können sie besser, aber sie reden anders als wir. Wir reden ja unsere Sprache und die haben noch anderes. Keine Ahnung, wie die reden. Dann mit denen kommunizieren, ne? Sehr abgespaced hier. Ja. Und wo war das Auto jetzt? Da vorne. Da müssen wir dann noch durch den dunklen Wald. Wie dunklen Wald? Ja, wir müssen dann da durch den Wald. Ich dachte, das ist gleich da vorne? Ja, da. Wir müssen nur durch den Wald da. Okay. Und dann muss man draußen essen? Keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass man hier essen kann. Das Abenteuer hat sich gelohnt. War gut, ne? Ja. Zumindest haben wir was gesichtet. Das ist auch schon gemacht. Kann ich drauf reinfallen? Kloster Kreuzberg. Ne, das da kann man drauf reinfallen. Von Weitem. Spannend, vorsichtig. Ja, gut gemalt, ne? Ja. Jetzt müssen wir wieder runterkommen. Okay. Wenn man viel wandert, muss man was essen. Die hungrigen Wanderer haben Hunger. Hungrigen Wanderer. Hier die Wanderer. Hinweis, nicht gestreut im Winter. Ja. Wen es interessiert, ne? Ja. Dann nimmst du da Schlittschuh mit. Ja. Dann schauen wir doch mal, was es so Leckeres gibt, oder? Ja. Ja, wir gehen schon. Oh. Servus. So, das war der Mensch. Und wir gehen jetzt. Ein echter Mensch, wie sich vorstellt, mit weißem Bart. Genau, sehr beeindruckend, ne? Ja. Die Türen sind zugeschaut, wir waren die letzten Gäste. Ja, die letzten Gäste. Ja, wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg. Vielen Dank für Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal. Das gesamte Kloster Kreuzberg. Ein hohes Kloster Kreuzberg. Das Essen war sehr gut. Sehr gut. Ja, das war echt cool. Das haben wir schon alles so gesehen, oder? Gegründet 1900. Das könnte Kicker sein. Nee, Nürnberg. Ja, Nürnberg. Da waren wir schon. Wo ist da alles in Bad Neustadt, Burg Waldbach. Cool. Wildflecken. Hier gibt es auch Wildflecken. Ja, und Oberwildflecken gibt es auch. Ja, irgendwas sagt man Wildflecken. Ich war schon mal in Wildflecken. Schon wenn du hochschaust, wie das aussieht hier, richtig schön, ne? Ja. Ja, gibt es nicht in Fränkische Schweiz auch Wildflecken? Irgendwas sagt man. Wildflecken gibt es aber, glaube ich, nur hier. Ich weiß nicht, dann was sagst du mit in einen Rallye zu tun hier, oder? Komm mal, 2,50 €, 3,50 € Softeis. Ja. Und da ist der Weg hoch. Ja. Zum Kreuz. Und schau, da ist eine Statue da oben. Ja, da ist auch so ein Ding. Kloster Kreuzberg, höchstgelegene Haltestelle Frankens, 875 Meter über das Ding. Wir sind jetzt genau 875 Meter hoch. Und die Luft ist hier oben gut, oder? Ja. Die höchste Haltestelle ist das eigentlich, oder? Ja. Allerhöchste, oder? Nee, die höchstgelegene Haltestelle Frankens. Ja. Cool. Gut. Die Vögel zwitschern. Das habe ich schon gedacht. Was denn? Abenteuer Allradmesse, Werbung hier. Ja, hast du es gedacht? Gedacht, hier. 8.6. Ja, Abenteuer Allradmesse. Mit Reinhold Messner, aha. Wer ist denn das? Ich kenne ihn gar nicht. Bergsteiger. Ja? Das ist ein Bergsteiger. Okay. Der hat den Mount Everest bestiegen. Okay. Gut. Das ist sehr schön. Ebenfalls, ich bin da wieder dabei. Jo, genau. Bei dieser Abenteuermesse, wie alle Jahre wieder. Da steht ein Schild mit Achtung. Was ist da Achtung? Achtung. Also das sagt, das ist ein berühmter Bergsteiger, der Mount Everest. Gut. Das war der erste deutsche Bergsteiger, der den Mount Everest bestiegen hat. Ja. Wir sind auch Bergsteiger. Jetzt geht's durch den dunklen Wald. Wir sind auch Bergsteiger. Wir haben den Berg. Ja, heute haben wir den Berg bestiegen. Ja, gut, ein Teil sind wir mit dem Auto gefahren. Ne? Ist egal, mit was. Und die überlegst, die Leute laufen von Würzburg hierher. Wie lange brauchst du denn hier? Ich glaube 2 Tage. Ja. Wie heißt denn das? Die Pilger? Nee, warte mal. Die Wallen. Die Wallen. Wenn die dann nach Würzburg zurückkommen, gehen sie in die Semmelstraße und dann gibt es dann Zwiebelplatze. Okay. Zwiebelplatze. Aber wenn du jetzt hierher läufst, deine Schuhe müssen es ausrollen, deine Füße müssen es ausrollen. Ja, deswegen haben die immer wieder verschiedene Schuhwerk dabei. Ja. Und meistens übernachten die dann bei irgendwelchen Bekannten. Ja. Die bieten sich dann an, ja. Die bieten ihre Wohnung an. Ja. Oder übernachten im Wald mit dem Zelt oder was? Ja. Was ist besonders am Vogelsberg jetzt? Ja, dass es halt wirklich ein Vulkan ist. Ja, kommt man genau, da kann man drauf hochfahren, muss man ja, laufen. Kann man hochfahren. Und dann? Und da oben hast du dann so eine Art Schullandheim. Und kannst du auch ringsrum laufen. Also man kann bis zum Berg hochfahren? Viel kleiner als wie der. Aber man kann hochfahren und oben gucken. Genau, aber der ist viel kleiner wie... Und wie weit ist der weg? Wie lange brauchen wir dafür? Genau, da fahren wir gerade zurück. Achso. Liegt auf dem Weg. Dann machen wir kurz einen Schwimmstopp einfach dort. Haben wir so Kisales? Kiss alles, kiss alles. Hier ist Saarlig. Haben wir schon lange nichts mehr. Das alles ist geil. Ja. Am besten das Kältebecken. Aber jetzt nicht, jetzt eher das Warme, ey. Weißt du, Kälte rein, und dann wieder raus, und dann machen wir 1000 Kältebecken. Und dann kommen alle Leute bei uns, ne? Ja, dann kommen die Kinder planschen. Ja, wenn es die alten vormachen, müssen wir es nachmachen. Oh, jetzt müssen wir zum Kassenautomaten. Und da kein Wechselgeld. Ich muss wirklich sagen, die Rhön ist echt schön. Schön, gell? Ja. Kann man gut wandern hier. Ja. Es gibt ja nicht nur den Kreuzberg, es gibt ja noch viel mehr. In der Rhön kann man schön Urlaub machen. So wie Fränkische Schweiz und sowas. Ach ja, heute war ein Fränkische Schweiz so ein Fest, irgendwas auf dem... Ja, Forschheim hast du gemeint, ne? Ja, auf dem Berg da oben. Aber ich habe keine Lust. Ich glaube, mit der, das war hier heute besser. Ich würde sagen, nach Forschheim auf dem Berg da oben. Können wir mal gehen, ja, wenn da kein Fest ist. Genau. Weil dann ist es wunderschön. Ich habe Bilder gesehen, du hast einen wunderschönen Blick. Genau, ja. Ja, das dann ist man so wie hier, nur einen Weitblick hast du. Ich weiß nicht, gibt es in der Fränkischen Schweiz einen Berg, der knapp 1000 Meter hoch ist? Ich glaube, ja. Ich glaube nicht. Ja. Du? Ich glaube, das hier ist der, mit der Wasserkuppe der höchste. Ja. Obwohl die Wasserkuppe ist in Hessen. Ja. Und wir haben hier sogar, wenn man Durst hat, ja, ein Getränkeautomat. Kaffee to go. Oder wenn man Geld wechseln muss, hat man einen Getränkeautomat. Ja, und so campen wir, wenn du campen bist. Gibt es sogar Nudeln und Eier, Marmelade, also es ist gutes Campingzeug. Also. Röner Leberkäse. Ja? Röner Leberkäse. Echt, wo? Da. Ja. Leberwurst. 2,50 € Leberkäse, eine Dose, Ding. Blonde. Schau mal, das Bier heißt die Blonde. Kloster Urstoff. Im Namen des Kaffeeautomaten gibt es auch noch. Boah, schau mal, Pfefferbeißer. Ja, 5,50 €. Zum Dezember warst du da. Bernhard. Also seht ihr, die haben genug geladen, hier ist genug drin. Ja. Und für was brauchst du eigentlich so in der... Naja, das kannst du oben hinstellen dann. Eine Bedenwachskerze? Ja. Mit einer anderen Kerze? Die kannst du hinstellen, da wo die Steine sind. Okay. Die kannst du anmachen und dann... Und dann kannst du hier noch kannst du hier dein Picknick machen. Genau. Ist auch gut gemacht. Und da hast du hier noch einen Abfalleimer getrennt. Papier, Plastik und Müll. Ja, da kannst du das hinsetzen. Ja. Hier kommen die Schirme rein. Ja. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, da ist ein weißer Tegel, oder? Ja, Grillimbiss. Ja, aber da ist heute nicht offen gewesen. Mit Essen ist man hier gut versorgt. Ja, wenn der offen ist. Nicht, dass das zugemacht hat und das hatten wir. Und da ist der Kassenautomat. Hier bezahlen. Ja? Die Tür offen, also das Fenster. Ja. Hier bezahlt. Ja. Mit dem Auto hingefahren. Hier. Und man muss Pass bezahlen. Größer als ein PKW. Ich fahr weg. Da kannst du gar einen Tag planen, sowas. Okay. Ist ja geil. Du musst nur 1 € zahlen. Münze oder Karte? Den gebe ich dir aus. Okay. Alter. Müssen wir. Ist ja mal lustig. Voll billig hier alles. Und das war's? Benötigst ein ja. Falls was kommt. Weißt? Ja, falls was kommt, hier, ich habe bezahlt. Falls was kommt, ich habe bezahlt hier. Bezahlt. Mich kann man nicht abzocken mehr. Überleg mal, ne? Du hast 5 € Pfand auf dein Bier. Ja. Was dafür schon. Ja, dieses Steinkrug ist schon. Ja, toll, aber ne? Du hast auch dafür bestimmt viel bezahlt für ein Bier, oder? Ich habe für das Bier gerade mal 8 € bezahlt. Also quasi, man könnte eigentlich mit dem Auto hier übernachten. Ja. Aber wo ist die Toilette? Schau dich doch mal um. Ah, da war alles nicht, nicht genug. Gibt überall eine Möglichkeit. Das ist ja cool. Da vorne ist die Toilette. Oder? Und das ist ein Schild. Oder Toilette? Ne, Schild. Hier gibt es keine Toilette. Aber Campingplatz da vorne für Camper. Sieht scheiße aus. Ey, mal kurz eure Meinung. Hammer. Wir reden nichts Privates hier. Okay, gleich jetzt nicht weiter. Hallo, liebe Friends! Ey, das ist meine Kamera läuft an. Ich weiß. Fahren wir mal runter. Wie geht's euch? Wir fahren jetzt runter vom Kreuzberg. Vom Kreuzberg. Fahren wir mal runter. Vom Kreuzberg. War so schön. War schön hier, gell? Ja. Aber ich will Vogelsberg, wird's glaube ich nichts mehr. Nee, müssen wir ja nicht. Das fängt an zu regnen, das wird zu kalt. Was ist, wenn die uns die Aliens holen? Wo ist das wieder? Rechts. Daten bezahlt, gut. Du hast ja die Quittung. Ja. Ja, hab ich. Nimmst du auf die Kamera sogar die Quittung? Und da kommt nichts. Ah, Stoppschild. Da war ein Stoppschild. Ja, wichtig, dass man trotzdem anhält, ne? Ja, wenn einmal Bulende da sind oder da so kann man aus. Die meisten vergessen das. Das zählt ja wie ein roter Ampel gefahren. Stopp, halt Stopp. Ja. Weil das haben sie immer gemacht. Damals, wo die Autobahn A3 gemacht worden ist, in Rasacker, bin ich drauf gefahren. Da war noch so ein, haben sie die Einfahrt gemacht und ein Stoppschild. Da kamen Leute hinten an mir, haben wir verguckt. Sag, hallo, okay, da ist ein Stoppschild. Ja, da kannst Leute hupen. Sag mal eine, hast du das damals mitbekommen, die Sprengung von der Eibenstadter Brücke? Nö. Aber die Kamera läuft. Ja, ja, ich weiß das, ich weiß das. Leute, habt ihr gewusst, die Kamera läuft? Und der fährt den Kreuzberg runter. Ich weiß immer, die Mitfahrer darauf hin. Ja, ja. Privatgespräche werden hier ausgeschaltet. Ja, ja. Ja, privat gibt es ja sowieso keine Gespräche, ne? Privat bleibt privat. Ja, also, hier gibt es viele Mobilstellplätze, cool. Geil. Cool, ne? Ja. Ich kaufe Mobil. Gut. Weißt du, wohin? Da steht ein Schild, machen wir langsam. Eine Runde, ja, nach links, müssen wir nach links. Ja. 21 Uhr, 22 Uhr, ja, 2 Stunden reichen eigentlich. Lang, voll und ganz, oder? 18 zu wieder. Fahren wir direkt hin, sonst ist es zu. Also, ja, das stimmt. Da oben ist der Kreuzberg. Ja. Also ich muss sagen, das Bier hat sehr gut geschmeckt. Ja, das ist gut. Kreuzberg-Bier. Kurve. Ja, hier musst du auch vorsichtig fahren. Gibt es manchmal so komische Kurven. Ja, schon vorsichtig. Ich glaube, den einen Mischer muss ich sauber machen, dass er verdreckt wahrscheinlich. Kilometer mehr gekommen. Ist auch eine gute Motorradstrecke, ne? Ja. Da kommt ein Ortsschild. Das sind wir schon wieder unten, oder? Oberwildflecken. Ja, da müssten, ja genau, wir sind jetzt wieder unten. Das war ein Scheibenwischer. Beim letzten Mal, wo ich gefahren bin, ne? Da ist irgendwas drin. Da ist irgendwas dreckig. Genau das. Danke. Ach so, okay. Ich schlafe noch. Ciao. Ne, wir brauchen noch keine Kriegsbemalung. Aber schon hier. Ja, wie gesagt, nochmal zum Bier zu kommen. Das Bier hat 8 Euro gekostet. Und du kriegst 5 Euro Pfand auf den Krug, wenn du ihn abgibst. Besser müssen bedeutet, das Bier kostet 4 Euro. Weißt du, was das mich erinnert, das Ding? Ja, 3 Euro. Weißt du, welcher das erinnert? Ja. An der Oberpfalz. Ja. Befreiungshalle. Na, das hier ist glaube ich ein bisschen mehr. Und der andere vorne. Weil du musst bei der Befreiungshalle, da fährst du nicht so weit hoch. Ja. Wie beim Kreuzberg. Aber müssen wir wieder dahin. Aber ne? In der Gegend her ist es fast genauso. Und ich habe gesehen, wir waren ja in der Nacht oben, wo es ja dunkel war, ne? Da wo noch unsere 5 Freunde waren. Ja. Die waren dann auf einmal schnell zu Fuß. Müssen wir so machen, müssen wir mal hinfahren. Am Tag, warte mal, am Tag siehst du, wie die von der Befreiungshalle runterschaust nach Kelheim, siehst du, wie die Donau in die Altmühl fließt. Ja. Das ist richtig schön am Tag. Man muss mal einen Tag hinfahren, also man muss mal hinfahren mal und dann nächsten Tag wieder zurückfahren und irgendeine Pension suchen oder was Billiges übernachten. Ja. Und auch wieder mal zu Walhalla. Ja, ich sag mal, wenn wir sowas fahren, dann muss ich auch rendieren. Ja, klar. Da darf nicht mit 1-2 Stunden bleiben, sondern muss schon mindestens 6-7 Stunden bleiben. Obwohl, wenn du zurückfährst, liegt ja die Befreiungshalle eigentlich auf dem Weg, ne? Und am besten da übernachten, weil da kannst du noch mehrere Sehenswürdigkeiten, da gibt es noch mehrere. Ja. Einfach hinfahren, das angucken, dann übernachten, nächsten Tag das angucken und dann wieder heimfahren. Ja. Eine Nacht bezahlen, Pension, irgendwas Billiges, gibt es bestimmt genug Sachen zu übernachten. Ja, das stimmt. Bin ich bei Burg Randleck, da gibt es auch ein paar Pensionen, die sind nicht so teuer. Ah, das war so schön, ja. Essing da unten mit dieser Holzbrücke da. Ja. Ey, da musst du mal bei Burg Randleck essen. Da gibt es richtig einen Rittersaal, richtig das Ritteressen. Und die haben oben, du kannst oben essen und kannst das ganze Tal sehen da. Okay. Weißt du, Randleck ist die Wirtschaft. Ja, ja, ja. Und daneben dran ist noch irgendwelche Pensionen oder sowas. Ja. Das ist nicht teuer, sondern einen Tag kann man sich leisten. Ja, schöne Gegend da unten. Oder man macht Sachsen-Pension. Sachsen-Pension? Aus dem Film Go, Trappe Go. Achso, okay. Das heißt Auto übernachten. Fängt schon wieder an zu regnen. Weißt du, die sind aus Sachsen. Ja. Und Sachsen-Mission, noch kein Geld. Wir dachten, ein Auto. Ja. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir werden soweit wieder, liebe Zuschauer. Das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag, einen schönen Sommer, einen schönen Mai und einen guten Start neue Woche, der bald wieder beginnt. Justus Over and Out plus Sebastian Bischof. Genau. Justus und Friends. Justus und Friends. So schaut ziemlich aus. Vom Kreuzberg. Genau. Ciao. Goodbye to you. Hey! Was? Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein, sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung, jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Die Antwort ist ja. Halten wir für immer zusammen? Die Antwort ist ja. Freunde sind wir für alle Fälle. Die Antwort ist ja. Ist doch völlig klar, ist doch völlig klar, ist doch völlig klar. Die Antwort ist ja. Hallo und herzlich willkommen. Manege frei für die 5 Freunde. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die 5 Freunde sind zurück. Ihr wollt wissen, was bei dem Dreh... 1, 2, 3, 4, 5 Freunde. 5 Freunde, das sind wir. Hi. Hallo. Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die 5 Freunde. Timmy? Zusammen sind wir die 5 Freunde! Hey ho, hier kommen aber nicht von Anfang an. Ich erkläre das jetzt mal. Julian, Dick und Anne sind drei Geschwister und sie fahren in die Ferien und besuchen ihre Cousine George. Eigentlich ein komischer Name für ein Mädchen. Und das ist Adina. George. Ich meine natürlich George. Ja, ja, aber so heißt sie nun mal. Auf jeden Fall kommen wir da an und George ist alles andere als begeistert. George, zeigst du den dreimal, wo jetzt immer ist? Und sie finden uns auch eigentlich richtig blöd. Ich finde nur blöd, dass wir das komische Essen von Tante Fanny essen müssen. Das mag ja noch nicht mal der Hund. Aber dann machen wir eine echt mysteriöse Entdeckung. Kommt! Wir müssen richtig gut zusammenhalten. George merkt, dass die drei gar nicht so übel sind. Und das ist richtig schön. Und zusammen erleben wir ein großes Abenteuer. Wir haben die besten Ferien unseres Lebens. Und das Beste, ihr könnt das sogar im Kino sehen. Wow. 5 Freunde, ab 2012 im Kino. 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir. 5 Freunde, hey ho, hier kommen wir. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die 5 Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich, denken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch manchmal schief, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles noch blau, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterlegen. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf. 5 Freunde geben niemals auf. 5 Freunde. Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. Alles eingestellt, fertig. Oh. Oh. Alles eingestellt. Das braucht man nicht hin. Ja. Wenn wir nach vorne gehen, wenn wir von unten hochkommen, ja, gell? Dann von oben hinaus. Dass wir halt einfach das, wo wir jetzt runterlaufen, rausschneiden und nur da, wo wir hochkommen. Ja, ich glaube, wir machen wir dann am Schluss einfach nicht das verarbeitet. Junge, nur oben. So, ich dachte, ich da was. Nee. Nett? Ja, schau mal, eine Maske aufklappen, wo ich kein Corona mehr war. Und wie ganz nice. Schön hier. Corona hat mit seinen Umständen. Ey, das Wetter. Der Johann und so war mir mal mit uns. Da gab es erst also von meinem weg. Vor langer Zeit. Vor langer Zeit, ja. Eines Tages. Werde ich mich rächen. Ich werde mich nicht erbrechen. Das ist das meiste Wunderlot. Sorry. Also los, der fährt vorne weg. Und hier vorne weg? Wo? Ah, mal gucken, was wird. Dann liegen wir. Was es bei mir nicht tut. Ja, okay. Genau, ja. Arm. Ja, gut, dann hast du gar nicht mehr. Dann hast du ihn. Okay. Dafür nehme ich keine Medikamente. Ja, okay. Weil ich bin am Tag müde und da war so Türgrüßen, Unterfunktionen und so weiter, war eine Geschichte gewesen. Telefonieren und Fahrradfahren, das funktioniert so. Ja, das, ja. Das ist eine andere Sprache. Aber es funktioniert auch nicht. So, hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König. Ihr kennt als Indiana Jones der andere oder Captain America oder Justus König, der Abenteurer, YouTuber aus Würzburg, und das ist Kumpel Sebastian Benz. Oder Peugeot. Oder jetzt mittlerweile Peugeot. Ja. Und wir sind noch unterwegs mit meinem Kind Alex BB. Wo sind wir heute? Auf dem Kreuzberg. In der Rhön. Also der Kreuzberg in der Rhön. Auch genannt der Heilige Berg der Gläubigen. Das war seine Idee heute. Genau. Ich wollte zu Bucherie Rauneck. Er hat gesagt, das ist besser.